Ja, warum in den letzten 14 Tagen kein Video lief? Ich habe mir eine Motzerkältung eingefangen und lag damit gute 8 Tage im Bett. War nicht so lustig. Davon habe ich mich nur 2 Tage lang krank gemeldet. Die restliche Zeit, ich habe Homeoffice, habe ich hier vor dem PC verbracht. Mehr schlecht als recht. Aber jetzt geht es mir wieder besser. Jetzt kann ich auch wieder raus. Jetzt kann ich was unternehmen. Jetzt kann ich auch wieder filmen. Vorher hättet ihr mich nicht sehen wollen. Da sah ich einfach nur fürchterlich aus. Hallo, liebe Leute, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Gleich am Beginn. Bevor ich mit der Einschätzung der momentanen Lage beginne, möchte ich euch sagen, das mit der Simulation 2, das wird nichts. Ich finde, momentan zählt jede Minute. Und da jetzt langen Vortrag zu halten und vor meiner Geschichte, und euch zu sagen, ja, das könnte man machen, das könnte man überdenken, das geht in kurzen Videos zielgerichteter und schneller. Ah, die Katze hat es auf unseren Kasten geschafft. Hoffentlich kommt sie auch wieder runter. Zudem habe ich privat eine Menge Arbeit. Wie ihr seht, hat sich hier einiges getan. Ja, ich habe einige Holzbretten zum Zerschneiden. Hinten das Holz haben wir schon umgeschlichtet. Ja, der Garten ist natürlich jetzt für den Winter vorzubereiten. Und auch vorne vor dem Haus im kleinen Garten habe ich etliches. Auch hier in meinem Büro hat sich etliches angestapelt. Wie ihr schon mitbekommen habt, habe ich ja in einem Verein meinen Posten als erster Kassier niedergelegt. Und jetzt hoffe ich, dass irgendwann mal jemand die Unterlagen hier abholt. Das sind 3 Kartons voll, damit ich hier wieder mal Platz kriege, mehr aufzuräumen. Dafür habe ich jetzt da ein bisschen mehr Platz gewonnen in dem Regal. Mein Arbeitsplatz müsste auch mal wieder aufgeräumt werden. Es gibt da so einen kleinen Trick. Alles, was ich die letzten 2, 3 Jahre nicht benutzt habe, fliegt raus. Es nimmt nur Platz ein. Man benutzt es ja eh nicht mehr. Und was davon noch brauchbar ist und man weitergeben kann, das verschenke ich oder verkauf's. Da sieht man jetzt gleich so ein bisschen was von meinem zweiten Hobby neben dem Preppen. Ja, neben dem Preppen bastel ich zurzeit auch wieder mit neuen Mikrocontrollern rum. Dabei geht es einem Projekt, das wir angehen wollen. Ob dafür noch genug Zeit ist, weiß ich natürlich nicht. Da komme ich jetzt gleich drauf mit der Lageeinschätzung. Ein Großreichweiten-Kommunikationssystem, das total unabhängig ist von Sendemasten, für WLAN, für Handys. Es ist wirklich eine Möglichkeit, über hunderte von Kilometern noch Verbindung zu halten. Zwar nur im Textstil, also SMS-Stil, aber hochverschlüsselt und mit einer großen Reichweite. Aber die auch nur, wenn eine direkte Sichtverbindung besteht. Ansonsten in der Stadt herin, zwischen den Gebäuden und Häusern, erreicht man so eine Reichweite zwischen 3 und 6 Kilometer. Und das ist für so eine kleine Sendeleistung von 25 Milliwatt schon beachtlich. Wir verwenden dazu das LoRa-System. Ich werde euch dann oben mal verlinken auf einen englischsprachigen Kanal. Aber ich denke, ihr versteht Englisch. Ja, wenn alles klappt, dann werden wir für jede Familie, die an unserer Krisengruppe ist, wenigstens eines dieser Geräte etablieren und vielleicht noch 2, 3 dazu bauen und als Release-Stationen mit einem Solarbetrieb etablieren, sodass wir damit sicher die Reichweiten überbrücken, die wir überbrücken müssen. Situationsabschätzungen sind immer schwer. Und am besten ist, man hätte die Diskussionsmöglichkeit mit mehreren Leuten, um so ein bisschen die Fakten abzuchecken, die Meinung anderer zu hören. Ja, aber hat man ja meistens nicht. Also ist man auf die Quellen anderer angewiesen. Also meine Einschätzung in der derzeitigen Lage ist es, wir sind schon mitten in der Krise. Das klingt jetzt verrückt. Aber wenn ihr euch die letzten, sagen wir mal, 20 Monate anschaut, was da alles passiert ist, und ich rede nicht von unserer Pandemie, sondern von anderen Dingen. Die Ressourcenverknappung, Versorgungsengpässe,
zuerst in England zu sehen, aber auch in Deutschland schon mittlerweile sehr merkbar. Gerade vor kurzem waren wir im Globus und wollten nochmal unsere Vorräte aufstocken, Mehl und Zucker, ein bisschen Nudeln. Aber tja, nada, gab's nicht, kriegen sie auch nicht nach. Das Argument war, ja, wir haben da ein Versorgungsproblem. Das haben wir auch gemerkt. Also werden wir uns jetzt woanders nochmal umschauen. Aber was ich damit sagen will, diese Versorgungsengpässe, die haben uns schon erreicht. Darauf müssen wir nicht mehr warten. Und dazu gehört auch ein Versorgungsengpass, den ich als kritisch einstufe. Und zwar der mit Kohle. Ja, Kohle, ich heiz doch nicht mit Kohle. Nein, nein. Aber vieles unserer Stromerzeugungsgeräte, sprich Kraftwerke, sind Kohlekraftwerke. Und wenn die keine Kohle mehr haben, dann, denkt mal nach. Ihr glaubt doch nicht, dass das bisschen Solarenergie und Windkraft uns gerade in der dunklen Jahreszeit Herbst und Winter am Leben hält? Also ein Blackout ist meiner Meinung nach so gut wie sicher. Es ist nur die Frage, wann er kommt. Auch in anderer Hinsicht spitzt sich die Lage etwas zu. Was vor der Wahl alles gesagt wurde, gilt meistens ja nach der Wahl nicht mehr. Wir werden sehen, wo das Ganze hinführt. Aber eines ist klar: Es gibt zu viele Leute, die momentan definitive Warnungen aussprechen und die das Ganze auch festmachen und gut erklären. Und das zeigt mir, dass wir mitten schon in dieser Krise sind und deshalb auch keine Zeit mehr haben, jetzt ein langes Videoprojekt zu machen für eine Simulation. Deshalb habe ich auch davon Abstand genommen, weil mir meine eigene Vorbereitung wichtiger ist und euch die essentiellen Punkte rüberzubringen. Und ich glaube, die hat mich jeder durchdacht. Aber dazu gibt es in Kürze ein kurzes Video, das wird vielleicht bloß ein 2-3-minütiges Video. Die Länge spielt bei mir keine Rolle. Was ich euch auch noch anbieten möchte: Ich habe jetzt mal ausprobiert, wie das mit dem Livestream funktioniert, und angeblich kann man ja vom Handy aus nur live streamen, wenn man 1000 Abonnenten oder mehr hat. Die habe ich nicht, ich habe gerade mal 100. Aber scheinbar habe ich einen der ältesten oder einen sehr, sehr alten YouTube-Kanal, den habe ich schon vor zig Jahren eröffnet, dann teilweise nicht genutzt. Ich kann auf jeden Fall vom Handy aus live streamen. Warum unbedingt vom Handy aus? Die Bildqualität von meiner Webcam am Laptop, die ist so mies, das will ich euch nicht antun. Warum will ich das überhaupt? Oftmals ist es so, dass man Fragen hat, eben auch zu Fragen zur Einstufung der Krise, um sich mal auszutauschen, darüber zu diskutieren, mal auch zu fragen, wie andere das handhaben, wie ich das handhabe. Vielleicht habt ihr auch Fragen zu konkreten Themen. Also werde ich irgendwann mal in nächster Zeit einen Livestream starten. Das ist ein Versuch. Und ich hoffe, dass ich da eure Fragen beantworten kann. Mir ist auch klar, dass ich damit nicht die Masse erreiche. Aber die, die es interessiert, die sind vielleicht on. Ja, dann bis zum nächsten Video.